von Trader Duel am Telefon. Ja. Sie haben sich gerade bei uns registriert für ein Handelskonto, damit Sie online Geld machen, richtig? Ich wollte mir das mal angucken, aber das, die Sache mit dem Internet, das verstehe ich alles noch nicht so gut. Okay, Herr Hans, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja. Auf was arbeiten Sie? Auf ein PC, auf ein Handy, Tablet? Ja, ich habe hier so ein Tablet haben wir auch, aber ich habe jetzt hier den Computer von meinem Enkelsohn, der kommt immer nur am Wochenende. Und darum wollte ich da jetzt mal ein bisschen rumhuren drauf. Okay, okay. Und haben Sie das Computer auf? Soll ich den aufschrauben? Wenn er nicht angemacht ist, dann ja. Ja, ja, ja. Anmachen. Ja, der Computer ist an. Ich habe mir gerade die neuen Folgen von der Ziege angeguckt. Okay, Herr Hans. Ja. Dann können Sie eine neue Internetseite eröffnen und ich sage Ihnen die Adresse. Ja, das kann ich machen. Okay, und ich werde Ihnen ein bisschen die Plattform zeigen. Ja, das ist sehr freundlich, weil das ist ja, ich habe gedacht, weil man kann jetzt ja nicht mehr aus dem Haus raus, das ist ja alles zu gefährlich. Mhm. Hab gedacht, da kann ich jetzt dann ein paar Internetmillionen noch machen. Sehr gut, Herr Hans. Ja, also Hans ist mein Vorname. Ist der Vorderziger ist der Nachname? Ja, ja, natürlich. Okay, ist das lieber, wenn ich Ihnen Herr Vorderziger sage? Mir ist das egal, also ich bin ein fesser, jung gebliebener Typ, aber ich wollte es nur erwähnt haben, so der Freundlichkeit halber. Okay, okay, Herr Hans. Dann sind Sie, Sie haben noch eine junge Seele, ja? Ja, natürlich, ich spiele immer noch Karten, ich trinke immer noch wie die Russen damals in Wolgograd. Für dann einmal war... Ja, man muss sich ja nichts entgehen lassen im Leben, nicht wahr? Man ist ja nur einmal 83. Ja, normal und wir leben nur einmal, ja, darum sollen wir das genießen. Ja, ja, eben deswegen habe ich gedacht, ich kann ja mal, sag ich mal, ein bisschen da im Internet mir das angucken, weil das, sag ich mal, was im Internet steht, ist ja grundsätzlich wahr und da steht halt, dass man da viel Geld machen kann. Ja, Sie haben kein Limit, mit wie viel Sie gewinnen können. Wie bitte? Da ist kein Limit, mit wie viel Sie machen können. Das kommt drauf an, mit was Sie das Geld machen. Ja, ja, und das ist jetzt halt die Frage, was man da machen kann. Okay, wir sind eine Handelsplattform. Haben Sie irgendwann mit etwas in der Art gearbeitet, Herr Hans? Mit Wertpapieren, mit der Bank oder etwas? Also ich bin mal Aufseher beim Flohmarkt gewesen. Da habe ich also immer drauf geachtet, dass sie die Standgröße nicht überschreiten, dass sie keine verbotenen Gegenstände verkaufen und dass sie halt auch die Marktgebühren bezahlen, nicht wahr? Da bin ich also auch mit mehreren Flaschensammlern aneinander geraten. Das war, sag ich mal, eine heikle Situation, weil das sind ja, sag ich mal, 8 Cent pro Flasche. Oh, pro Flasche, aber ich glaube, da waren viele Flaschen. Ja, deswegen ja, und das ist ja, sag ich mal, nach dem Pfandeinverleibungsgesetz vom Großdeutschen Reich Eigentum des Veranstalters und die wollten das halt klauen da, nicht wahr? Und da habe ich halt drauf aufgepasst. Okay, okay. Haben Sie die Internetseite geöffnet, Herr Hans? Ja, ja, also ich bin jetzt gerade bei der Tagesschau angucken. Okay, dann könnten Sie die Adresse eintippen und ich werde Ihnen die Adresse einmal buchstabieren. Ihre Adresse? Für die Plattform, ja. Ja. Ist das denn auch bei mir in Baden-Baden oder ist das weiter weg? Das ist ein bisschen weiter weg, aber das ist online. Sie haben auch Zugang zu der Seite. Ach, das geht auch mit Internet?
Auf Internet geht es, Herr Hans. Ach so, ja, weil ich bin ja im Prinzip, ich züchte ja Briefpinguine, sonst hätte ich die dafür eingesetzt. Aber Internet geht ja schneller, nicht wahr? Normal, es geht viel schneller. Ja, weil die Pinguine, die tun sich ja schwer mit der Navigation beim Fliegen. Okay, Herr Hans. Wie bitte? Und haben Sie die Seite geöffnet? Nee, Sie haben mir ja noch gar keine Adresse gesagt. Sie schlimm. Okay, jetzt können Sie die Adresse eingeben, ja? Ja. Ja. T wie Theodor. Theodor. Richard. Anton. Dora. Emil. Dora. Wilhelm. Emil. Ludwig. Ja. Das ist zweimal Ludwig am Ende. Ja, ja, Doppel Ludwig. So hieß mal mein Vorgesetzter. Ja, genau. Das war so ein sehr seltsames Doppel. Der eine hieß Doppel Otter, der andere hieß Doppel Ludwig. Das waren zwei riesengroße Arschlöcher, sage ich Ihnen. Was haben die gemacht, Herr Hans? Die waren sehr unfreundlich zum Personal. Also die haben da, wir haben immer jede Woche hat jemand Kuchen mitgebracht. Meine Frau hat mal einen Hitlerkuchen gebacken. Und dann durften wir da immer nicht länger sitzen zum Essen. Ist 5 Minuten Pause und dann weitermachen. Aber Sie wissen ja sicher selber, dass man einen Kuchen nicht in 5 Minuten aufessen kann. Das ist nicht möglich. Nur wenn sie das einschützen, ja, aber nicht kauen und so weiter. Ja, ja, also wir haben ja auch da theoretisch mathematisch-physikalische Überlegungen angestellt, den Kuchen dann einfach zu pürieren und zu trinken. Aber da geht ja das Genusserlebnis verloren. Ja, normal, und die Textur von dem Kuchen ist auch weg. Ja, eben, vor allem wenn da die Namen oben drauf stehen. Da hat meine Frau immer extra mit Buttersäure gemacht und dann konnte man das dann, sonst kann man das ja nicht mehr lesen. Okay, Herr Hans, und ich sag grade, am Ende... Störe ich gerade, das hört sich so an, als wäre da eine Feierlichkeit bei Ihnen. Nein, wir haben Musik, weil wir sind ungefähr 60 Leute hier, die alle sprechen und wenn wir keine Musik haben, das ist nur ein Lärm. Haben Sie denn auch Schutzmasken, wenn da so viele Leute sind? Ja, wir haben auch Schutzmasken, wir haben auch 2 Meter zwischen uns. Leider haben wir Masken, weil es ist nicht so gemütlich mit Masken ja, zu arbeiten. Das glaube ich Ihnen, das ist ja alles andere als schön, nicht wahr? Wenn man das gewusst hätte, dann hätte man ja sein Geld in Maskenaktien investieren können. Da wären wir jetzt Millionäre, ja, nicht wahr? Normal, oder auch gleich direkt in Masken, damit sie die verkaufen, weil überall war es ein bisschen verrückt. Niemand hätte am Anfang, die haben keine Masken mehr ja. Und so weiter, ja. Das war schon völlig verrückt. Wir haben ja hier das Problem gehabt. Wir haben uns ja, als das losging, da haben wir uns ja gar nicht mehr rausgetraut. Und dann sind wir mal los, mein Frau und ich. Ich habe da, sag ich mal, meine alte Montur von der Reichswehr rausgesucht. Und dann haben wir nirgends mehr Toilettenpapier bekommen. Da hätte man auch investieren können. Wir haben dann Orangen, und Bananenschalen notgedrungen verwendet. Und haben das dann auch im Internet bestellt, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, was passiert ist mit dem Papier, aber alle haben viel Papier gekauft, als würde das Ende der Welt kommen. Ja, die haben sehr viel Papier im Kopf, diese Leute, nicht wahr? Ja, so scheint das aus. Die muss man alle einsperren, nicht wahr?
Das ist nichts für uns zu sagen, ja. Manche Leute sind so, die anderen sind anderen, aber jetzt hat jeder seine Rolle hier auf der Erde. Ja, ja, und das heißt ja, die müssen ja alle ausgerottet werden. Wie damals die Leguane auf Guantanamo. Wenn Sie sich noch daran erinnern, das ging ja damals groß durch die Presse. Mhm. Haben Sie das verfolgt damals? Nein, leider nicht. Da ist, sag ich mal, das ist ja auf Kuba, in Guantanamo, da ist ein Leguan durch ein Abwasserrohr in ein Kraftwerk reingelaufen und dann haben die in der Stadt 3 Wochen keinen Strom mehr gehabt, weil der halt da drin gestorben ist, nicht wahr? Und die haben das Ganze auseinanderbauen müssen, um den zu finden. Und danach haben die die... Danach haben die die auf der Insel halt systematisch ausgerottet. Da war, sag ich mal, Napalm im Einsatz. Weil man hätte ja andernfalls hätten die ein Gitter vor das Rohr machen müssen und es wäre ja nicht vertretbar gewesen. Und da war das halt die naheliegendste Lösung. Also, sag mal, diverse Jagdgesellschaften. Wer weiß, Herr Hans, wer weiß. Ja, und haben Sie auch am Ende der Adresse .com geschrieben? Nee, das haben Sie ja noch nicht gesagt. Ich kann ja nicht in die Zukunft gucken. Ja, nochmal. Es würde schön sein. Also ich arbeite dran. Also ich habe jetzt, sag ich mal, diverse Badesalze durchprobiert. Aber, sag ich mal, der gewünschte Effekt, der war noch nicht dabei. Mhm. Jetzt habe ich da tradedwell.com stehen. Okay, und jetzt einfach auf Enter drücken oder suchen. Enter? Einfach die Seite suchen, damit wir auf die Seite kommen. Also die Enter-Taste, ja? Enter-Taste, ja. Wenn Sie Enter auf die Tastatur haben, einfach Enter drücken. Sind Sie das da auf der Seite? Nein. Das ist nur ein Mann für die Werbung, für die Seite. Okay, Sie sehen den Mann mit einem Laptop in Hand, ja? Und eine lila Farbe. Nein, der Laptop ist grau. Nicht der Laptop im Hintergrund, es ist lila und Knöpfe und... Ja? Ja, also Knöpfe sehe ich da keine, aber das ist ja auch kein Bekleidungsunternehmen. Okay, Herr Hans. Und oben auf die rechte Seite haben Sie drei lila Striche. Drei lila Striche? Ja. Ja. Drücken Sie einmal auf die 3 lila Striche. Und dann kommt ein neues Menü runter, ja? Nee, jetzt bin ich wieder auf der Seite von Anfang. Okay, Sie sind auf der Hauptseite mit dem Mann, ja? Ja, ich bin bei dem Mann, ja. Sagen Sie das nur nicht meiner Frau. Okay, ich verspreche nicht, sag ihr nicht. Das ist gut. Und über dem Mann haben Sie 3 lila Striche, ja? Nee. Nee, was sehen Sie über dem Mann? Also über dem Mann ist erst einmal ein leerer Raum und dann stehen da oben so Menüpunkte. Das steht über uns. Plattform, Produkte, Bildung, Rechtliches und Kontakt. Und neben haben Sie Anmelden. Ja, das ganze rechts neben Konto eröffnen. Ja. Drücken Sie einmal Anmelden. Ha, was bitte? Drücken Sie einmal auf Anmelden. Soll das ausdrucken? Ja. In Farbe oder schwarz-weiß ausdrucken? Egal, wo, aber drin in dem Quadrat, wo mein Anmelden steht, wo es ist lila, ja? Ja, dann muss ich nur kurz den Drucker anmachen, ja? Und jetzt sollte ein neues Fenster kommen. Was schreien die denn bei Ihnen so, sagen Sie mal? Was meinen Sie damit? Na, da hinten, da ist eine Frau am Schreien und Mann am Schreien. Ja, die sprechen mit den Kunden, ich weiß nicht, was die da machen. Sagen Sie dem mal, die sollen nicht so schreien. Das ist ja, kann ja sein eigenes Wort nicht verstehen.
Also ich habe die Seite jetzt ausgedruckt. Was soll ich jetzt, soll ich Ihnen das einscannen, unterschrieben, oder wie machen wir das? Nein, 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 Herr Hans, nicht ausdrücken, auf den Knopf mit Anmelden drücken, mit der Maus. Ja, das habe ich ausgedruckt, A4. Nein, okay, wir brauchen nicht, wir sind online, wir machen das online, wir brauchen kein Papier. Ja, warum habe ich das dann ausgedruckt? Vielleicht haben wir uns nicht verstanden, Herr Hans. Ja, das ist, weil die da hinten so rumschreien bei Ihnen. Das ist doch keine Diskothek. Das ist die Arbeit. Ja, das ist meine Arbeit, aber wie ich mit Ihnen spreche, dann sprechen meine Kollegen auch mit anderen Kunden. Ja, aber Sie schreien ja auch nicht wie ein Ziegenbock, der gerade auf den Bock gespannt wird. Ja. Ist doch so. Es ist so, aber ich kann nichts dafür. So sprechen meine Kollegen, weiß ich nicht, was die da tun. Ja, also die haben die alle Insektenspray oder irgend sowas genommen, das ist ja nicht normal. Vielleicht, weiß ich, kann sie nicht kontrollieren. Das ist schlecht. Okay. Und leider ist das nicht meine Arbeit, ich bin nur ein Agent hier, ja, und ich bin ein Onboarding-Agent, ich habe nichts damit zu tun. Sie sind ein was, bitte? Onboarding-Agent. Was heißt das? Das heißt, ich bin hier, um Ihnen zu helfen mit der Aktivierung und Verifizierung des Kontos. Das was, bitte? Aktivierung und Verifizierung des Kontos. Das hört sich sehr gut an. Ja, für das bin ich hier, Herr Hans, und darum habe ich Sie auch angerufen. Ja, ich habe die Seite jetzt eingescannt. Die können die wieder einbauen, wenn wir die nicht brauchen. Will ich Ihnen das ja nicht wegnehmen. Okay, die Seite wird nicht weggenommen, die wird hier bleiben auf die Adresse, die ich Ihnen gesagt habe. Ja, soll ich das per E-Mail schicken? Nein, Sie sollten das nicht. Wir brauchen die Seite nicht ausgedruckt und gescannt. Sie müssen auf den PC, auf den Computer, mit dem Maus, ja, Sie wissen, was der Maus ist. Richtig, Herr Hans? Ja, ja. Ja, mit dem Maus gehen Sie einfach und wo Sie dort anmelden sehen, einfach einmal mit dem linken Knopf drücken. Also ich hatte neulich einen Anruf. Da hat einer gesagt, ich soll die Maus freilassen. Und ich habe nicht verstanden, was der meinte, und er ist dann sehr böse geworden. Können Sie mir da helfen? Leider weiß ich nicht, was er gemeint hat mit lassen Sie den Maus los, frei, oder ich weiß nicht, was er gemeint hat. Na, der hat freilassen gesagt, lassen Sie den Maus frei. Sag, das geht ja nicht. Sag ich mal, die ist ja nicht umsonst im Käfig. Das sind ja wilde Tiere, nicht wahr? Normal, normal. Aber wer hat Mäuse im Käfig? Ja, ich. Ich hab keinen. Haben Sie? Ja, ich hab Mäuse, Hamster, Meerschweinchen und Otter zu Hause. Sie haben Hamster. Hamster, Meerschweinchen, aber und Otter. Mäuse. Mäuse haben Sie. Ja. Soll ich Ihnen ein Foto schicken? Hallo? Ja? Soll ich Ihnen da ein Foto von schicken? Nein, Herr Hans, ich. Wenn Sie möchten, können Sie das auch machen. Aber jetzt sind Sie noch auf die Seite, Herr Hans. Ich bin zu Hause. Auf die Seite, auf unsere Plattform. Ja, ja, ich habe die ausgedruckt. Wir brauchen nicht das Papier mit die Seite ausgedruckt, ja? Ja, ja. Auf Ihren Computer. Sind Sie noch auf Ihren Computer? Nee, ich bin vor dem Computer. Vor dem Computer. Aber ja, Sie haben Ihre Hand auf Tastatur und Maus, ja? Ja. Zwischendurch auch mal bei Meerschweinchen, weil die müssen gefüttert werden. Das muss man vor Mitternacht machen. Die dürfen nach Mitternacht nicht mehr gefüttert werden. Okay, Herr Hans, dann auf die Seite. Sehen Sie anmelden auf Ihren Bildschirm. Ja, ja. Okay, gehen Sie mit dem Maus und drücken Sie auf anmelden. Auf was bitte? Anmelden. Ja.
haben Sie gedrückt mit der Maus auf Anmelden? Ja, ich habe einen Touchscreen, ich habe die da dagegen gehalten. Okay, Sie haben mit Ihrem Finger drauf gedrückt. Ja, das ist ja, sag ich mal, das ist ja alles hochmodern hier. Es gibt keinen drinnen aus der Festung der Maulwürfe. Okay, und ist ein neues Fenster gekommen mit Anmelden, mit E-Mail-Adresse und Passwort? Ja, aber ich habe ja die Daten gar nicht. Okay, haben Sie mehrere E-Mail-Adressen, Herr Hans? Ja, diverse. Also ich habe eine für die Erotik-Seiten, eine fürs Postabonnement und eine für eBay. Okay, und wissen Sie, mit welcher Sie sich registriert haben? Ja. Okay, dann schreiben Sie die E-Mail-Adresse dort in den Quadrat. Soll ich jetzt Klick in den gelben Kasten unten machen? Sehen Sie, wo E-Mail geschrieben ist? Ja, natürlich. Neben haben Sie eine Kaste, ja, eine leere, ein leeres Quadrat, ja? Eine Katze? Hallo? Ein leeres Quadrat, Herr Hans. Ja. Okay, neben E-Mail haben Sie das leere Quadrat. Dort sollen Sie Ihr E-Mail schreiben. Das habe ich gemacht. Okay. Und Sie haben gesagt, Sie haben haben Sie eine Passwort gemacht? Nun, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Das war so viel Information. Okay. Dann mache ich Ihnen gleich ein neues Passwort und wir benutzen das. Ja, Herr Hans? Können Sie mal die Musik leiser machen? Das gibt Probleme mit den Urheberrechten später. Leider, wie ich Ihnen gesagt habe, das ist nicht, ich kann nicht dafür, ich kann nicht mit das machen, ich kann die Musik nicht leiser machen, ich kann meine Kollegen nicht sagen, sie sollen leiser sprechen. Können Sie dann vielleicht den DJ sagen, der soll mal Schlager auflegen? Weil ich fühle mich durch die Musik halt schon sexuell belästigt, nicht wahr? Warum? Es ist ja widerwärtig, das ist ja gegen die Natur. Okay, Herr Hans, ich gehe, ich mache ein neues Passwort und bin gleich wieder da, ja? Ja, soll ich am Telefon bleiben? Ja. Es dauert 10 Sekunden. Ja, ich werde warten. Okay. Vorderziegel.gmail.com. Was ist denn das Passwort gewesen? Hallo? Ich bin wieder da, Herr Hans. Wunderbar. Das Passwort lautet so. Großes A. Adolf. Kleines B wie Bertha. Bertha. Kleines C wie Cäsar. Ja. 1, 2, 3. Da muss aber auch noch ein Sonderzeichen rein, sonst ist das ja nicht sicher. Das ist die Passwort, die ich Ihnen gemacht habe. Wir wechseln das danach. Ja, mit Ihrer eigenen Passwort. Gut. Okay, und jetzt auf Anmelden drücken. Ja. Gut. Jetzt steht da, lernen wir einander kennen. Ich bin der Hans. Okay, dann dort müssen Sie Geburtsdatum und Adresse, persönliche Angaben eingeben, ja? Ja. Okay, geben Sie die ein und dann fortfahren. Ausdrucken? Nein. Einfach auf Computer schreiben und dann auf Fortfahren drücken. Nicht ausdrücken. Drucken? Auf Fortsetzen drucken, ja? Ja. Also doch ausdrucken. Nicht ausdrücken, einfach mit dem Maus auf den Fortsetzen drücken. Sie verwirren mich. Also auf Fortsetzen, ja? Fortsetzung folgt. Mhm. Das ist jetzt erledigt, Chef.
Okay. Die Aktivierung des Kontos, damit Sie weitermachen können, geht in drei Schritten, Herr Hans. Ja. Einmal ist da eine Kapitalisierung, das heißt eine Einzahlung. 215 ist das Minimum, das Geld wird in Ihrem Konto sein und Sie werden mit das weiter handeln. Dann haben wir einen Fragebogen, bei dem ich Ihnen helfen werde. Ja. Und wir brauchen auch zwei Unterlagen. Was einmal steht? Ein gültiges Unterlagen, zwei Dokumente. Ja. Einmal ein Ausweis oder Reisepass, der gültig ist. Haben Sie einen von den beiden? Ja, ich muss nur gucken, wo ich das hingelegt habe. Ich bin ja länger nicht mehr verreist wegen Corona. Ja, okay. Aber Sie haben das gültige Reisepass oder Ausweis, ja? Ja, ja, das beides im Prinzip. Okay, und wir brauchen auch einen Wohnsitznachweis. Das ist eine Rechnung. Was haben Sie als Handy-Eingeber oder Festnetz? Ich habe ein Festnetztelefon. Okay, und bekommen Sie eine Rechnung vom Festnetz? Wie meinen Sie das? Ob Sie jeden Monat eine Rechnung von Festnetz bekommen, mit wie viel Sie zu zahlen haben? Ich zahle da immer das Gleiche. Das wird immer abgebucht. Abgebucht. Und Sie bekommen keine Rechnung? Nee, nee. Sei denn, da ist mal irgendwie was Unnormales. Dann, dann schicken die eine Rechnung oder rufen mich an. Okay. Dann von Strom oder Wasser oder Gas, bekommen Sie eine Rechnung? Wie bitte? Ob Sie von Strom, Wasser oder Gas eine Rechnung bekommen? Ja, ja, ich habe jetzt gerade die Tage den Stromanbieter gewechselt. Okay, und Sie haben eine Rechnung von Strom? Ja, ja. Ist die nicht älter als 6 Monate? Nee, das ist jetzt von Anfang des Jahres. Ich habe so viel nachzahlen müssen. Okay, okay. Dann ist das gut. Ja, das mit dem Ausweis und diese Rechnung können wir Ihr Konto verifizieren. Und wir können das aktivieren. Meine Frage ist, Herr Hans, möchten Sie das Konto aktivieren und weitermachen, damit Sie investieren können? Wie bitte? Ob Sie das Konto aktivieren möchten, damit Sie weiter investieren können. Ja, ich dachte, wir wollten mir das mal erklären, wie das überhaupt alles funktioniert. Das ist ja im Prinzip der Grund meines Interesses gewesen, dass ich das überhaupt nicht verstehe und das gerne, sag ich mal, kennenlernen würde. Wie so eine erste Verabredung im Prinzip. Okay, die Aktivierung des Kontos haben Sie verstanden, ja? Die drei Schritte. Das was bitte? Die Briten? Die Aktivierung des Kontos, die drei Schritte, die ich Ihnen gerade erklärt habe, ja, aber die haben sind, Sie verstanden? Die sind doch jetzt aus der EU ausgetreten. Was haben die damit zu tun? Wer ist aus der EU ausgetreten? Na, die Briten. Schritten, nicht Briten. Schritten. Ha, wie drei bitte? Schritten. Muss ich dazu? Ich habe gesagt, die Aktivierung geht in drei Schritte. Ja, muss ich dann zum Konsulat? Das wäre es in Stuttgart. Das ist mir ein bisschen zu weit. Nein, Sie müssen zu keinem Konsulat gehen. Wir haben den ersten Schritt, Einzahlung, dann zweiter Schritt, Elfen? Fragebogen und dritter Schritt, Dokumente, ja? Ja. Danach, wenn wir fertig mit das sind, werden Sie einen Kontomanager bekommen. Von uns völlig kostenlos. Ein was bitte? Kontomanager. Verstehe ich nicht. Ein Konto, wissen Sie, was ein Konto ist, ja? Ja, natürlich. Okay, und ein Manager, wissen Sie, was ein Manager ist? Ja, das ist, sag ich mal, die Geschäftsführung im Prinzip. Genau, genau. Er ist zuständig, damit er Ihnen weiter hilft mit Informationen über den Markt, Einstellungen, Klärungen über was passiert und nicht. Wenn Sie etwas nicht wissen, dann wird er Ihnen alles erklären und so weiter. Er wird Ihnen zur Seite stehen. Dafür ist er da und dafür ist er bezahlt. Ja, aber das ist jetzt, also im Moment will ich da ja im Prinzip nicht, dass da jemand herkommt, nicht wahr?
Er kommt nicht da, Sie werden am Telefon sprechen. Wie bitte? Sie werden so wie mit mir, mit dem Kontomanager ein Gespräch führen am Ach, Telefon. Wie heißt denn der? Das weiß ich nicht, weil... Sie wissen nicht, wie Ihr Chef heißt? Nein, nicht mein Chef, das ist nicht mein... Mein Teamleader heißt Katalin und mein Manager heißt Bianca. Der Kontomanager ist ein Kollege, der viel Erfahrung auf dem Markt hat und hier ist, um Ihnen weiter zu helfen. Marktplatz? Und wir, der auch Flohmärkte geleitet? Nein, Herr Hans. Er ist zuständig, damit er unsere Kunde hilft, zu handeln und das Markt, die Börse zu verstehen. Die Blöße? Börse. Das Lied aus dem Hintergrund kenne ich, das hört mein Enkelsohn immer. Sie brauchen das jetzt nicht noch lauter machen. Das war kein Nein, Kompliment. Niemand hat das lauter gemacht. Ich kann das nicht lauter, nicht leiser machen. Können Sie vielleicht mal vor die Tür gehen, dass die mich nicht immer so anschreien? Ist ja gutes Wetter gerade in Hamburg. Okay, Herr Hans. Haben Sie Interesse, Ihr Konto zu aktivieren? Ja, ich warte ja im Prinzip immer noch auf die Erklärung, wie das alles funktioniert. Sie werden, wenn Sie den Konto aktivieren, wenn Sie die 215 Euro in Ihrem Konto haben oder mehr, wenn Sie mehr einzahlen möchten, ja? Ja, das habe ich ja im Prinzip verstanden. Die Frage im Prinzip, welche, sag ich mal, Möglichkeiten zur Vervielfältigung ich habe. Weil da gibt's ja den berühmten Spruch von den Hasen, wir sind gut im Multiplizieren. Und das wollte ich ja im Prinzip anwenden. Die Frage ist halt nur, ob die Fluxkompensationstechnik der mathematischen Hypotenuse im Gleichschritt mit dem Weltallumdrehungsmoment des Stargates in Tschernobyl, ob das halt überhaupt funktioniert. Das funktioniert, Herr Hans. Weiter nach der Aktivierung wissen Sie, was Handeln ist, ja? Ja, das ist ja im Prinzip, wenn ich, sag ich mal, hier auf den Flohmarkt gehe und sag, ich habe so eine Katzenfigur. Dann sag ich, will da 5 Euro für haben und dann wird die gekauft oder ich muss die billiger machen. Okay, es ist nicht ganz so wie auf dem Flohmarkt. Ja, Sie haben hier mehrere Möglichkeiten zu investieren. Einmal in Kryptowährungen, in Rohstoffe, in Aktien. Kryptowährungen. Krypto. Digitale Währungen. Bitcoin. Weil sie die Sachen, die, sag ich mal, aus Bankraub entstanden sind. Nein, das ist die neue Währung, eine digitale Währung. Wie bis jetzt das Geld war, ja, jetzt haben wir digitale Währung. Ist das sowas ist das so wie die Rosen bei Knuddels? Oder ist das was anderes? Nein, eine digitale Währung ist wie das Euro, aber es ist nur digital, es ist nicht physisch in die Welt, es ist nur digital. Achso, das muss man, also wenn ich da, sag ich mal, jetzt ein Investment tätige und dann, sag ich mal, da einen Gewinn erziele, dann muss ich das wieder ausdrucken. Nein, dann, wenn Sie das, die Profite in Ihrem Konto haben und einfach auszahlen. Und dann wird das Geld in Ihrem Konto wieder zurück sein. Sie müssen nichts ausdrücken. Nee, nicht Sie drücken, nicht... drucken. Okay. Nein, Sie müssen das nicht machen. Also ich sehe, dass das wird Riesenprobleme mit Copyright geben wegen der Musik. Da muss ich mir nochmal was überlegen, wie ich das bearbeite. Haben Sie der GEMA-Lizenz da vorliegen? Herr Hans. Hallo? Ja, ich höre Sie. Das war die Frage. Ich habe nichts mit der Musik zu tun. Ich weiß nicht, ob die eine Lizenz haben. Ist mir egal, ob die eine Lizenz haben oder nicht. Kann ich denn mal mit dem DJ sprechen? Da ist kein DJ, da ist nur ein PC, der läuft alleine. Kann ich mit dem dann sprechen?
Mit dem Computer wollen ja. Sie sprechen. Ist das ein Intel oder ein Pentium? Ich glaube, das ist dein Name. Ja, das ist mit denen. Ich kann auch Englisch reden, das ist kein Problem. Weil das ist, sag ich mal, eine Frage, die muss ja geklärt werden. Sonst kommt am Ende noch die BLM wegen der Rundfunklizenz und dann werdet ihr weggemädelt und das ist ja nicht in Ordnung. Okay, das ist nicht mein Problem, das ist die Problem von weiter oben, von ja, meinem Manager und so weiter. Kann ich dann mit dem Computer reden? Herr Hans. Ja, bitte? Wollen Sie das Konto aktivieren? Haben Sie verstanden, wie das funktioniert? Ja, natürlich. Okay, und möchten Sie das Konto aktivieren oder brauchen Sie noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken? Was, oder? Wie viel kann ich denn da, sag ich mal, in so einem Tag dann an Barren raushauen? Das kommt darauf an, mit was Sie handeln, ja? Also wenn Sie ein... Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ja? Ja. Ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel in die letzten 2 oder 3 Monate ist Bitcoin von ungefähr 28.000 Dollar gestiegen zu ungefähr 37.000. Das ist sozusagen ungefähr 10.000 Ach so. Gestiegen. Das heißt, ich müsste quasi noch zur Bank gehen und mir US-Dollar besorgen. Weil ich habe ja im Prinzip nur polnische Zloty und indische Rupien in der Reserve, weil das sind ja, sag ich mal, die weltweit stärksten Währungen. Okay, und Euro haben Sie nicht? Na doch, aber halt keine Dollar. Sie brauchen keine Dollar. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, ja, damit Sie verstehen. Also ich hatte im Prinzip ja, wir wollen ja, sag ich mal, unseren Kindern eine saubere Welt übergeben. Ich hatte mir vorgenommen, sag ich mal, primär in Enten und in Bananen zu investieren. Okay, und? Wie stehen denn da im Moment so die Aktien? Weil ich habe da ja keine Ahnung von. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ich gucke nach. Oh, nach was Sekunde. Denn? Nach Bananenaktien und Bärenaktien. Und was? Ich Enten? Auch Enten. Ente. Mit Ente glaube ich, da sind keine Aktien mit Enten. Ja, das ist ich ja weiß, umso besser. Sie können auch in Orangensaft investieren. Nee, das ist ja die Orangenfelder, die gehören ja alle der Firma Nestle. Das sind ja auch Echsenmenschen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Okay. Und haben Sie verstanden, wie das funktioniert? Ja, ich... Wenn Sie ein gutes Tag bekommen, ja, wenn eine Bewegung auf dem Markt ist, wie jetzt mit Biden als Präsident in Amerika, da S&P ist erwartet zu steigen. Das ist ein gutes Zeitpunkt. Wer ist Sie aufgestiegen? Zeitpunkt? Biden. Verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Als Präsident in Amerika, jetzt ist Biden da. Es ist nicht mehr Trump. Welche Biden? Biden, so heißt er. Ich stehe auf dem Schlauch. Also Sie haben, Biden heißt also ich soll jetzt quasi in Amerika investieren, aber das sind ja im Prinzip unsere Erbfeinde. Die haben ja zweimal unser ganzes Land zerstört. Herr Hans, ich gebe Ihnen nur Beispiele, ja, damit Sie verstehen, wie das funktioniert. Ja. Ich sage Ihnen nicht mit was Sie handeln sollen, in was Sie investieren sollen oder so weiter. Sie haben mich gefragt, wie viel sie machen können. Und ich habe ihnen erklärt, dass es kommt drauf an, was auf dem Markt passiert. Ja, wenn sagen wir, sie investieren in eine Aktie und die Aktie steigt mit, weiß ich nicht, sagen wir 30%, dann haben sie mehrere Profite. Wenn es nur ein bisschen steigt, dann haben sie weniger Profite. Verstehen Sie? Muss ich das eigentlich versteuern, wenn ich da was gewinne? Wenn Sie mehr als 10.000 machen, ja, dann müssen Sie Steuer zahlen. Das ist ja schrecklich. Wie viel denn?
Weiß ich nicht, wie die Steuern in dem Land sind für Gewinn der Geld. In Amerika drüben? Nein, in Deutschland. Ja, wo sie sind. Dort werden sie Steuer zahlen. Nicht in Amerika, nicht in weiß ich nicht, Afrika oder so weiter. In Deutschland werden sie Steuer zahlen, wenn sie mehr als 10.000 machen. Nun gut. Das muss man ja aber auch erstmal schaffen, weil die Enten, die sind jetzt ja im Winter erstmal gen Süden geflogen. Das heißt, es wird ja wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, bis die ankommen, dauert es ein bisschen. Also ich meine, die Ententastenproduktion, die ist dann halt wahrscheinlich auch negativ beeinflusst. Aber das ist halt das Risiko, das damit einhergeht. Ja. Und meine Frage lautet so, Herr Hans, weil ich habe schon Feierabend. Möchten Sie das Konto aktivieren oder möchten Sie, dass wir ein bisschen weiter darüber morgen sprechen? Also ich würde das, sag ich mal, im Prinzip heute schon gerne machen, weil ich habe ja gerade das Geologging von der Entenschwarmbewegung 63 offen und morgen haben die wahrscheinlich schon internationales Gewässer erreicht. Und ich würde das halt gerne machen, bevor, sag ich mal, dass der okay, aus der europäischen Jurisdiktion heraus ist, weil sonst bin ich ja Sie nicht mehr versichert. Sie wissen, dass gerade im Moment die Börse ist geschlossen. Das was ist bitte? Die Börse. Ja, hat die jetzt auch die Börse, Feierabend? Die ist geöffnet nur 8 Stunden am Tag. Das ist ja eine Sauerei. Das sind die Regeln, ich mach nicht die Regeln, Herr Hans. Also kann ich jetzt, sag ich mal, im Prinzip heute gar nicht mehr auf den Hungertod der Enten wetten? Genau. Sie können das morgen früh machen. Naja, dann bereiten wir das zumindest alles schon mal vor. Dann kann ich das morgen, während ich die Tageslektüre verinnerliche, weiter vorbereiten. Weil die Enten, die müssen ja gefüttert werden. Das geht ja so nicht weiter. Okay, dann aktivieren wir Ihr Konto jetzt oder nicht? Ja, natürlich. Okay, dann sind Sie auf die Seite, Herr Hans. Soll ich da wieder drauf gehen? Ja, genau. Ja, warten Sie mal kurz. Ja. Jetzt ist er wieder der Mann mit dem Laptop. Okay. Gehen Sie oben auf die 3 Striche. Auf welche denn? Da sind keine. Okay, Sie haben keine. Dann haben Sie mein Konto? Nee, Sie haben mir Ihre Kontonummer nicht gegeben. Nein. Oben auf die rechte Seite haben Sie ein Quadrat mit meinem Konto? Ja, das ist eher ein Rechteck mit einem leichten Senkwinkel zur Hypotenuse von der Zahl Pi. Da gibt's übrigens jetzt eine neue Studie, die hat herausgefunden, dass Pi genau 3 ist. Pi ist genau 3, nicht genau. 3, 13, 14. Okay. Dann drücken Sie einmal auf den... Das ist ja alles eine Frage der Zeitkrümmung und des Betrachtungswinkels. Wenn wir jetzt gerade... Also wenn man aus Amerika die Zahl Pi betrachtet, wenn die im CERN in Genf, sag ich mal, ihre Runden dreht, dann ist sie halt größer, als wenn man das vom Sternobservatorium in Hamburg beobachtet. Das kommt auf die Perspektive dran. Genau das meine ich damit. Okay, dann Sie sehen mein Konto. Drücken Sie mit der Maus auf mein oder mit dem Finger auf mein Konto, ja? Auf Ihres? Auf den Knopf, den Sie dort sehen, auf den Rechteck. Ja. Habe ich getan. Okay, und was kommt jetzt auf Ihre Seite? Da steht jetzt eine Einzahlung vornehmen. Okay, gehen Sie einmal nach unten und Sie sehen dort nicht jetzt. Nach unten gehen? Ja. Aber meine Frau hat die Haustür schon abgeschlossen. Auf die Seite, Herr Hans. Was soll ich jetzt machen? Unter die Zahlung, unter ganz unten auf die Seite, haben Sie einen Knopf. Nicht jetzt. Ja, soll ich da drauf drücken? Drücken Sie drauf, ja. Aber nicht ausdrucken.
Nein, nur draufdrücken, nicht ausdrücken. Ja. Oh, okay. Und sagen Sie mir, was jetzt kommt. Jetzt steht da Beschäftigungsstatus. Okay, das ist das Fragebogen. Kann ich fragen, was Sie früher gemacht haben? Ja, ich bin Schweinewirt gewesen. Schweine was? Ja, wir haben Schweine gezüchtet. Okay. Deswegen halt auch das Interesse an den Enten, weil die leben ja, sag ich mal, in einer engen Symbiose miteinander. Vielleicht haben Sie das mal in so Dokumentarfilmen gesehen, sag ich mal, wenn die Schweine, sag ich mal, Essensreste zwischen den Zähnen haben, dann kommen die Enten und entfernen das für die. Und im Gegenzug beschützen die Schweine halt die Enten. Ja, das ist im Natur so. Eine Hand wascht die andere Hand, ja? Ja, ja, in dem Fall halt der Schnabel die Schnauze, aber das kommt ja... Sonst haben wir noch Zustände wie bei Farm der Tiere. Deswegen will ich die Enten ja auch unterstützen, weil da sind hier in der Nähe, sag ich ja mal, immer massive Ansammlungen wegen den touristischen Bewegungen hier in Baden-Baden. Und ich will halt nicht, dass die sich gegen mich wenden. Okay. Und als Beschäftigungsstatus, jetzt sind Sie im Ruhestand, habe ich recht? Ja, ja. Okay, dann wählen Sie das aus. Das mache ich. Okay, und die nächste kommt Branche. Die was bitte? Haben Sie im Ruhestand ausgewählt? Habe ich was bitte? Ausgedient? Warum ist da ein Notfall bei Ihnen? Na, ich glaube so, weiß nicht. Haben Sie im Ruhestand ausgewählt? Ja, ja, natürlich. Okay, dann jetzt, was sehen Sie vor Ihnen? Das ist im Prinzip die heiße Schokolade, die meine Frau gebracht hat. Auf die Seite, Herr Hans. Ach so. Da ist ja im Prinzip jetzt, ich lese das mal vor, da gibt's die Auswahlmöglichkeit, Finanzdienstleistungen, ja. Bankwesen, okay, Branche ist das gemeint, ja? Unternehmensberatung, Management, Marketing, Gastgewerbe und Tourismus, Gesundheitswesen, Technik und Fertigung, Umwelt und Landwirtschaft. Das dürfte wegen den Schweinen ja ganz gut passen. Dann wählen Sie das aus. Ja. Okay. Und jetzt kommt geschätztes Jahreseinkommen, ja? Also, sag ich mal, umlaufendes Einkommen oder auch Kapitalbesitz und Erträge? Das ist ungefähr. Sie müssen nicht so genau sein, Herr Hans. Einfach etwas von dort auswählen und wir machen weiter. Aber wenn ich mein Judengold mit einrechne, dann sind wir halt schon ziemlich weit oben. Dann rechnen Sie das nicht ein. Soll ich das nicht einrechnen? Weil ich trage das halt immer in einem Säckchen um den Hals, nicht wahr? Hallo? Okay, haben Sie etwas ausgewählt, Herr Hans? Warten Sie mal kurz, ich muss gerade meine Frau hier kurz eine E-Mail schreiben. Ich kann inzwischen schon mit drei Fingern schreiben. Das ist sehr gut, Herr Hans. Nur dafür, dass ich nur noch zwei Finger habe, bin ich ganz schön schnell, nicht wahr? Mhm. Sie haben nur noch zwei Finger? Ja, an der rechten Hand halt, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Ja, ja, das kann ich schon noch, und das ist halt, die Schweine sind halt auch nicht ungefährlich, nicht wahr? Da steht jetzt Quelle des Gesamtvermögens. Sozusagen, wo Sie Ihr Gesamtvermögen herhaben. Ersparnisse oder Erwerbstätigkeit kann gut sein. Da gibt's die Auswahlmöglichkeit Otter. Da werde ich draufklicken, weil ich mag Otter. Und dann, das ist Other. Ja, das heißt anderes. Und Sie müssen, wenn Sie draufklicken, müssen Sie etwas reinschreiben. Na gut. Und haben Sie etwas ausgewählt, Herr Hans? Ja, natürlich. Okay, jetzt sind Sie bei geschätztes Nettowert. Ja, also von meinem Judengold im Prinzip. Wie Sie möchten, etwas auswählen und wir machen weiter.
Ja, habe ich gemacht. Okay, Quelle der Handelgelder, wie früher, für Gesamtvermögen können Sie dasselbe auswählen. Das was bitte? Als Quelle des Handelsgelder können Sie wie früher für Gesamtvermögen etwas auswählen und ja, wir machen weiter. Da ist auch wieder die Möglichkeit, Otter einzutragen. Okay, okay. Mögen Sie Otter? Nicht wirklich. Warum nicht? Weiß nicht, ich mag die nicht. Was haben die Ihnen denn getan? Das sind so zutrauliche, liebenswerte Tiere. Die haben mir nichts getan, aber mögen Sie jeden Mensch auf der Welt oder jeden ja, natürlich. Ich bin christlicher Seefahrer, sag ich mal. Ich liebe jeden Menschen bedingungslos. Okay, dann jetzt als Quelle der Handelsgelder. Haben Sie etwas gewählt? Ja, natürlich. Ich bin schnell, wenn ich das will. Das ist nur selten der Fall. Ich habe ja, sag ich mal, mit Sicherheit auch eine Art Verwandtschaft mit der Schildkröte. Die Schildkröte ist sehr schnell. Das kommt drauf an. Also wenn Sie, sag ich mal, richtig Geld machen wollen, wenn Corona vorbei ist, dann müssen Sie in die afghanischen Schnellschildkröten investieren. Die werden, sag ich mal, im Nildelta ja auch zum Postversand über Wasser verwendet, weil durch den Krieg sind die Straßen halt alle beschädigt und jetzt liefern die Post mit Schildkröten. Okay. Und haben Sie etwas ausgewählt? Auf welche Frage sind Sie, Herr Hans? Herr Hans ist jetzt bei erwartete Herkunft der eingehenden Gelder. Da kann man jetzt nicht. Okay, haben eine europäische eingeben. Bank, ja? Nein, haben Sie eine europäische Bank oder eine nicht europäische Bank? Also ich habe, sag ich mal, mein normales Konto und dann habe ich halt die Erträge aus dem Entenmarathon. Das ist halt in Venezuela. Okay, aber Sie haben ein normales Konto von Deutschland, ja? Ja, so zur Tarnung halt im Prinzip. Okay, und das Konto werden Sie benutzen für die Einzahlung, ja? Das ist mir ja egal, welches ich da nehme, so wie das für Sie einfacher ist. Will Ihnen ja nicht zuerst... Mit dem europäischen Konto. Europäisches. Gut. Okay, dann wählen Sie europäische aus. Ihr Zweck der Handelskontoeröffnung. Da kann man wieder Otter angeben. Ja, Sie können das eingeben. Also wenn Sie ein Otter wären, wie wäre dann Ihr Name? Ich weiß nicht. Was da passiert bei Ihnen? Jemand hat, wie sagt man das? Orgasmus. Nein, genießt. Das ist ja, da sollten Sie den Raum schnellstmöglich verlassen. Das ist ja, sag ich mal, erhöhtes Infektionsrisiko auch für Sie. Ja, aber ich habe eine Maske, ich bin sicher. Was haben Sie denn für eine? Ist das FFP2 oder 3? Das 2, glaube ich. Das ist, müssen Sie mal eben drauf gucken, das ist ganz wichtig. Ansonsten sind Sie, sag ich mal, in akut latenter Lebensverfährlichung. Das kann ich ja nicht zulassen. Machen Sie sich keine Sorge. Sonst muss man da die Gewerkschaft. Corona. Sie haben das schon gehabt? Ja, ich habe das schon gehabt. Ich habe ja bei mir in der Nachbarschaft, da wohnen so Leute, die sagen, Corona gibt das gar nicht. Würden Sie da quasi eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass Sie das schon gehabt haben? Weil dann würde ich 500 Euro gewinnen. Ich habe da eine Wette laufen. Da, ich kann das machen, aber ich weiß nicht, ob das Ihnen etwas bringt. Ja, sicher, okay, aber Sie haben ja dann, sag ich mal, die Krankenakte zur Validierung Ihrer eidesstattlichen Versicherung. Und dann muss der Russe mir 500 Euro geben. Und dann würde ich sagen, machen wir halbe, weil Sie haben ja auch einen kleinen Teil der Arbeit geleistet. Ich bin ja schon, eine Vorderziege, auch wenn Sie wahrscheinlich lieber hinter der Ziege stehen, aber ich würde da schon meinen Anteil abgeben. Okay, Herr Hans, machen wir weiter mit dem Fragebogen, weil gleich wird das Gebäude geschlossen. Wegen der Corona-Infektion von der Frau? Nein, weil unsere Schicht, alle sind von Gebäude weggegangen und die möchten das Gebäude gerne schließen. Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Ja. Okay. Dann, Herr Hans,
es würde mir lieber sein, wenn wir weiter morgen machen, weil heute sowieso werden sie keinen Kontomanager haben, weil sie sind alle weggegangen und die Büsse ist auch geschlossen. Ja, so langsam wird das auch anstrengend, muss ich zugeben. Okay, dann kann ich Sie morgen anrufen. Wir sind beide erholt und wir machen das zusammen und langsam, ja? Also eigentlich kannst du dir die Zeit sparen, Bled. Paruski ist super. Wie können Sie? Paruski. Ich spreche kein Paruski. Warum nicht? Hörst du zu, du bist live bei Internetradio. Wir haben dich eine Stunde lang verarscht und dir deine Zeit geklaut, du scheiß Telefonbetrüger. Was für ein Telefonbetrüger. Willst du 15.000 Leute hören dich gerade live? Willst du irgendjemanden grüßen? Vielleicht deine Mutter, die stolz auf dich ist, weil du so eine Arbeit machst? Was für eine Arbeit? Möchtest du jemanden grüßen oder nicht? Nein. Warum nicht? Was ist das für ein unfreundlicher Art? Du kannst wenigstens Präsident Putin grüßen. Warum sollte ich Putin grüßen? Weil Putin der Beste ist, blöd. Und wenn du Telefonbetrug machst, kommt Putin dich holen, blöd. Ja, dann soll mich Putin holen. Die russische Flotte ankert vor Zypern, blöd. Wir kommen dich holen. Was willst du jetzt? Was ich will, dass du dir anständige Arbeit suchst, blöd. Mhm. Sitzt in einem muffigen Raum mit 60 Leuten, machst einer auf Disco und denkst, du bist hier so Finanzjockey, blöd. Was bist du für ein Lachnummer? Okay, schönen Abend, tschüss. Ha, schlechten Feierabend wünschen wir dir. Such ins Sinn, Blick.